Na, wie war ich? War doch super. Habe ich doch gut gemacht. Nicht wahr? Nicht wahr? Nicht wahr? Du glaubst doch nicht, dass das schon alles war. Du glaubst doch nicht, dass das schon alles war. Hey, Bursche, keine Zeit zum Stinkern. Sein Herz mit Ungewissheit und Angst. Das Kreuz, das er trägt, wird erst schwer durch seine Fantasie. Das Spiel mit der Angst gibt uns die Macht. Es raubt ihn den Mut. Denn was er jetzt tun könnte, dazu kommt er dann nie. Er dreht sich nur um sich und handelt nie. Die Ungewissheit in Geduld zu tragen, dazu lass ihn niemals sagen, dein Wille geschehe. Wehe, mein kleiner Wehe, wenn er zu Gott sagt, dein Wille geschehe. Mein Freund, das ist die Strategie. Kein Herz, kein Verstand, nur reine Fantasie. Mein Kleiner, ich zeig dir, was ich meine. Ah, ich hab's jetzt kapiert. Hab schon Regenwald gekauft. Kinder lieb ich wirklich und Tieren helf ich auch. Hab mein Auto schon verkauft, damit nicht mit jedem Atemzug Gift wird eingeschnauft. Oma, komm mal raus! Sagt, dein Wille geschehe. Mein Freund, das ist die Strategie. Kein Herz, kein Verstand, nur reine Fantasie. Siehst du, mein Kleiner, alles bloß Fantasie. Ah, ich hab's jetzt kapiert. Gott will, dass die Nächstenliebe nicht in die Ferne verlagert wird, sondern dass das Gute jetzt und hier wirklich wird. Aber was wollen eigentlich wir? Schau doch da unten, diese drei Kreise, siehst du die? In der Mitte das Herz. Aber jetzt kommt unsere Strategie, alles, was nach Gutem stinkt, ganz nach außen zu schieben, dass der Mensch gar nicht mehr ringt und voller Angst in der Fantasie ertrinkt. Wehe, mein kleiner Wehe, wenn er zu Gott sagt, dein Wille geschehe. Das ist die Strategie. Kein Herz, kein Verstand, nur reine Fantasie. Okay, Meister. Ich werde dafür sorgen, dass der Mensch nie zu Gott sagt, dein Wille geschehe.